Alter, was? Und jetzt? Da rein? Und jetzt weiter oben. Oha, alles klar, jetzt habe ich's. Alter, das ist gar nicht so einfach. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Danke dafür, für diese beste Anmoderation. Herzlichen Dank dafür. Guten Tag, Dennis. Hallo. Phoenix unterstrich 18. 36% Bewertung. Alter. Das sieht nach einem sehr netten Spielplatz aus, muss man sagen. Mit einem Centorno, ungetuned natürlich. Wieder mal nur 9 Punkte. Wunderbar. Es geht direkt mit dem Wallride los. Ist ja auch mal eine nette Abwechslung, muss man sagen. Und der Dennis fliegt direkt raus. Viel Spaß bei dieser Folge. Kameraperspektive wahrscheinlich. Oh, nein. Alter, wie perfekt. Geil. Hat so meine Mucke gar nicht an. Ja, moin. Deswegen warst du so schlecht, ne? Gar nicht. Ja, deswegen warst du so schlecht. Okay, was kommt hier? Ein Sprung? LOL! Alter! Nein, 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 nein! Alter, das war ein Spiralsprung. Wie geil ist das denn? Digga. Voll nice. Müssen weiter weggehen hier. So. Kommt die Sonne. Spiralsprung, sagst du? Ja, ja, einfach mittig raus und dann müsstest du eigentlich perfekt draufkommen. Digga, in dem Moment, wo du es sagst, springe ich unten raus. Das tut mir natürlich leid. Ja, okay, nee, mittig nicht. Ich würde eher ein bisschen weiter oben abspringen. Aber nicht nach oben, sondern wirklich gerade oben abspringen. Dann müsste es gehen. So, ich probiere es nochmal mit oben abspringen. Die war mit zu nah, dann habe ich offensichtlich einmal zu viel gedrückt und war naja, Ego. Ich bin gerade gegen die Spirale gesprungen. Aber oben abspringen ist es auf jeden Fall. Ich glaube ja, weil der Warrior geht ja nach oben weiter, weißt du? Ich bin jetzt zum zweiten Mal gegengeprallt. Ja, ganz oben und ein bisschen 5 drücken, dann passt das. Also ich bin ganz unten rausgesprungen. Auch geschafft. Oh, nee, nicht so ein Aussortierer. Oh! Da oben kommt noch ein neues Warrior. Aber es geht. Man kann ja ein bisschen abbremsen mit dem Centorno. Hopp, bisschen 5 drücken. Ja, siehst du, das ist es da. Jetzt schaffe ich es jedes Mal hier. So, ja, perfekt, bin durch. Und jetzt ist wieder sowas hier. Das geht aber. Ich hätte mehr lenken müssen. Ich glaube, ich hab's jetzt, oder? Also hier ist jetzt nichts mehr. Ja, ich glaube, da oben ist der. Oh, hier oben abspringen. Ja, ich hab's, super. Es geht. Also sobald du durch den Ausrutscher durch bist, hast du es eigentlich. Fahren wir mal wieder zurück und warten. Lol. Von hier hat man nämlich einen sehr guten Überblick auf das Ganze. Beobachten wir mal. Eigentlich ist der Ausrutscher das einzig Schwere. Ja, jetzt hast du es eigentlich. Da geht's gut durch. Ja. Durch die Röhre. Ja. Ja, hier ist eigentlich nichts mehr. Jetzt da nach oben und dann einfach mittig rausspringen zwischen den Pfeilen, ne? Ja. Was? Was? Junge! Los. Lächerlich. Bisschen und dann hoch. Springen wir. Jawoll. Ja, sieht doch gut aus. Ah, nein, nein, wenn ich jetzt explodiere. Sehr gut, tada. Und weiter geht's. 3 von 9 Punkten schon. Es geht. Was ist hieran jetzt schwer? Ah, nein! Hast du ernsthaft die Spirale verkackt? Ich bin so weit links gefahren. Ja, da ist keine Spirale verkackt. Please, Alter. So, was haben wir hier? Die App ist geil. Bis jetzt. Lol, jetzt bin ich zu weit rechts gefahren. So, Digga! Looping. Digga, dann fahr lieber langsam. Bin ich doch! Das kann ja keine normalen Spiele reinbauen hier. Okay, hab's wieder. Den nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist einfach. So. Schneiden wir raus. Ja, da kommt er. Ja, passt. Hat er. Weiter geht's. Lol. Upsala. Oh, ein schöner Sprung. Lol. Da musst du ein bisschen höher abspringen beim Obermann. Hab ich. Oha, eine Spirale. So eine Doppelspirale.
Okay, die Spirale ist wirklich so breit. Hier ist ein... Na, hier musst du mittig fahren am Ende. Boah, hier ist ein Wechsel. Geil. Richtungswechsel, aber ein einfacher. Das hier wäre doch ein geiler Richtungswechsel mal für so eine... Lol, ich hab verkackt. So viel zum Thema einfach. Okay, jetzt machen wir es mal ein bisschen langsamer. Hier jetzt erstmal langsam werden. Hört man eigentlich meinen Kauen? Ich hab's bisher jetzt nicht gehört. Okay, gut. Ja, der gönnt sich schön was zu mampfen, während wir hier aufnehmen. Sehr schön. Ich hab verkackt! Nein! Sagte er und hat verkackt. So, bin wieder da. Nom, nom, nom. Ja. Okay, was kommt denn hier jetzt alles noch? Noch ein Wechsel oder was? Ja. Die Wechsel sind kein Problem. Lol. Fast überdreht. Okay, hier ist der Punkt. Ich hab den Punkt. Also nicht aussortiert worden, sondern einfach verkackt, weil ich den Sprung nicht geschafft habe. Hm. Jetzt. Gut, haben wir. Das ist schon der Punkt 6 von 9. Also irgendwie ist die Map, ich glaube, die geht nicht mehr so lange. Gut, da kommt noch das Ding da hinten. Das hier kommt noch. Das kommt da, da oben kommt das. Nein. Hier kommt ein Wallride-Wechselsprung. Ich hab den noch nie gemacht. Ich hab den auch noch nicht. Hab ich den schon mal gemacht? Ich hab den noch nicht gemacht. Ah, ich weiß nicht, wie die gehen. Man muss mit einem ganz flachen Winkel, glaube ich. Aber da ist Speed, Alter. Oh. Wait, Speed kann einem helfen. Ich warte mal auf dich. Wir probieren das gleich zusammen. Alles klar, da hat er's. Wunderbar. Dann probieren wir es mal. Scheiße. Okay, Alter, wie? Achso, warte mal. Oh. Oh, lol. Direkt verschissen, Alter. Haus hoch. Bisschen früher vielleicht. Oh. Nein! War gar nicht mal so knapp. Ja, das war wieder ein bisschen zu früh. Man muss hier schon mit einem flachen Winkel. Ja, jetzt, ich hab's, glaube ich. Ja, jetzt habe ich's. Du musst schon oben fahren und dann einfach mit einem ganz flachen Winkel einfach oben drüber fahren dann. Also du musst schon oben fahren. Alter, was? Und jetzt? Da rein? Ah. Und jetzt weiter oben? Oha, alles klar, jetzt habe ich's. Alter, das ist gar nicht so einfach. Okay, jetzt aber, okay, hier geht's aber. Jetzt kommt eine Spirale nach oben und ich glaube, dann war es das, oder? Ist gar nicht so viel. Ja, hier ist der Punkt, oder? Ja, alles klar. Es ging. Ja. Hast du? Hab den Wechselsprung geschafft. Okay, am Ende oben rausspringen und dann in die Röhre rein und dann schon direkt hochziehen aufs Grüne. Und da ist dann ein Wallride. Nein! Überdreht? Schade. Aber im Prinzip danach kommt nur noch eine Spirale nach oben und dann ist der Punkt schon da. Genau, weiter oben, ins Rüber. Warte. Ja, der Speed ist zum Glück da, der saved einen. Ja, ja. Okay, neuer Versuch. Kriegst du hin. Vielleicht nicht so krass nach oben ziehen, dann überdrehst du dich halt nicht so krass. Ja, das sieht schon wieder nicht so gut aus. Rap. Ja. Du musst halt gucken, dass du oben irgendwie versuchst, ein bisschen gerade abzuspringen, dann überdrehst du dich in der Röhre nämlich nicht so krass. Der überdreht sich ziemlich easy, der Centaurus, oder? Ja, der Centaurus ist ja nicht das beste Wallride-Auto, aber es gibt auch schlimmere. Also der Centaurus ist so das Mittelding, das ist so dieser Allrounder, so. Ja, das war wieder ein bisschen zu weit, ne? Jump, lol. Oh, entweder ich bin zu früh oder zu spät raus. Ja, das ist immer so ein Ding, ne? Mann, Alter, wie mich das jetzt aufregt, weil er da so einen Uhrenstein einbauen muss, schaffe ich jetzt den Wechselsprung hier nicht mehr, oder was? Ja, ich finde die Stelle gerade nicht mehr, das ist so scheiße gerade. Ja, du hast das schon mal geschafft, ne? Das ist immer... Ja, ich habe es schon zweimal geschafft, glaube ich. Aber zweimal jetzt... hast du. Geschafft, Digga! Finally, was war das für eine Folge? Als erster mal wieder die Map beendet. Ja. Nein, Spaß. Mann, Digga, was ist denn das, dass der jetzt immer mit dem einen Reifen da... Wegbreit. Ja, du drehst dich nicht komplett, ne? Du drehst dich nicht genug. Es sieht halt immer so gut aus. Ich sehe den Wallride halt nur von hinten. Dann sehe ich, du bist drauf, dann sehe ich dich kurz nicht mehr und dann fällst du unten raus.
Ah, schade. Mann, Digga, bleib doch mal dran kleben, Alter. Kann doch nicht sein, dass der immer mit einer Seite wieder wegdrückt. Ja. Digga, das... Ich merke das einfach schon beim Auffahren, dass der Wagen überhaupt... wirklich, bei mir ist jedes Mal so. Mit einer Seite freut er dagegen, die andere Seite... Ja, guck's dir an! Na, jetzt geht's doch. Richtige Gleichgewichtsprobleme, der Scheißwagen. Digga, ich will nicht mehr. Nur weil du es mit Glück geschafft hast. Ja, jetzt bin ich. Ja, komm, der Glück du kannst hatte. Mir nicht erklären, dass. Ich hatte schon Glück ein bisschen Glück, war, dass Digga, ich mich mehr. Kann, komm ich da irgendwie zurück? Ich würde es gerne nochmal probieren. So, jetzt, oder? Komm ich drauf? Ja. Nein! Ich probiere es jetzt nochmal. Auffahrt verkackt. Ja, Digga, du weißt, was ich jedes Mal machen muss, um wieder dahin zu kommen? Alter, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, das ist einfach der Spirit. Ja, ich hab's doch geschafft. Ja, komm, Digga, was, guck dir die Scheiße doch an. Ich probier's nochmal. Digga, ich schaff die Auffahrt nicht mehr, Mann. Der stellt sich immer auf zwei Räder und dann kann man nichts machen mit diesem Auto. Mann, Digga, wie soll man denn da hochspringen? Wenn ich da hochspringe, überdreht sich mein scheiß Auto. Das ist nicht möglich. Warum muss ich behinderten Map erbauen? Diesen Kackmenschen in diesem Universum auch mal sagen, dass man Maps bauen muss, die man auch machen kann. Oh, bist du ein Lappen. Ganz schlechte Leistung von dir. Daran sieht man es, du hast es ja wahrscheinlich aufgenommen, dass es bei dir einfach pures Glück war. Ja, Digga, ich schaffe das Ding auch nicht first try. Ich habe ja auch ein paar Versuche gebraucht, ne? Den Skill kann ich mir auch machen. Nein! Schlecht. Ja, Digga, versuch mal von hier oben drauf zu kommen, Alter. Boah, Digga, kannst du die Map einfach beenden, bitte? Ich habe echt keine Lust mehr gerade, diese Stelle hier zu machen. Fahr please weiter, please. Okay, ich fahr weiter. Mal gucken, vielleicht kommt hier noch was Hartes. Vielleicht schaffst du es ja bis dahin. Der war lustig. Das war der Witz des Tages, den du gerissen hast. Ja, ja. Das sieht hier aber nicht schwer aus. Typisches Centauro-Verhalten. Ja, deren Ernst hier. Also wenn es das hier gewesen sein soll, dann war die Map mal wieder sehr unten. Oh ne, da oben kommt mal was. Oh ne, ist das ein schmales? Nee. Ja, das war's. Ich bin vom Ziel. Fahr bitte rein. Okay. Alles klar, machen wir einfach, ne? Ja, damit würde ich mal sagen, was das wieder für diese Folge von GTA Online. Nächste Folge geht's weiter mit spannenden Custom Map Rennen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.